Eine inzwischen sehr erfolgreiche Fettkämpferin, die Petra aus Neusiedl am See, hat uns ihr Erfolgsrezept verraten. Und zwar hatte sie anfangs relativ große Schwierigkeiten, Abwechslung vor allem bei den Beilagen zu finden. Sie aß relativ viel Brot und Gepäck, manchmal natürlich auch Mehlspeisen, also relativ viele Getreideprodukte. Und da wollte sie ein bisschen weg Richtung Nudeln, Reis und Kartoffeln. Und dann fand sie ein Tool im Internet, das ihr ganz besonders weitergeholfen hat. Und zwar war das so ein einfaches rotes Sackerl, in das man einfach Kartoffeln auch in dieser Größe hineinstecken kann und die nach 4 Minuten fertig gegart sind. Das war natürlich für sie, fürs Büro vor allem, ein Riesenvorteil. Wie wir das machen, zeigen wir euch dann später. Und ihr Erfolgsrezept deshalb, oder ihr Lieblingsrezept in dem Fall, ist gegrillter Lachs mit einer Schuss Zitrone drauf, gekochte Kartoffeln, das Ganze angebraten in Kokosöl und ein frischer Salat mit einem feinen Dressing. Und das werden wir jetzt zubereiten. Petra verwendet sehr, sehr gerne zum Anbraten Kokosfett oder Kokosöl. Wenn es heiß genug ist, kommen dann die Fischfilets hinein. Die lassen wir ein paar Runden drehen. Ein Geheimtipp von Petra ist es noch, während des Bratens 1 oder 2 Zehen Knoblauch dazuzugeben, dann kommt das Aroma erst so richtig gut durch. In der Zwischenzeit geben wir die Kartoffeln mit diesem Sack in die Mikrowelle. So, die Kartoffeln sind fertig, aber heiß. Ein paar Rosmarinblätter drauf, passt sehr, sehr fein zu den Kartoffeln. Der Lachs ist inzwischen auch fertig. So, jetzt noch ein Schuss Zitrone. Und dann noch den Salat mit ein bisschen Dressing. So, guten Appetit!